Sie ist vom Aussterben bedroht. Die Zauneidechse. Ihre natürlichen Lebensräume werden durch eine aufgeräumte Landschaft zerstört. Ein Gemeinschaftsprojekt der Salzburger AG, der HBLR Ursprung, dem Stiegelgut Wildshut und dem Haus der Natur nimmt sich nun der Arterhaltung der kleinen Echsen an. An der Böschung der Lokalbahnhaltestelle Wildshut wurden sogenannte Echsenhabitate errichtet. Dort finden sie einen neuen, geschützten Lebensraum. Gestört von der Lokalbahn fühlen sich die kleinen Echsen nicht. Diese Eisenbahnböschungen sind oft die letzten verbliebenen Refugien in der intensiv genutzten Landschaft, wo an den Dämmen, an den Böschungen, bei den Steinschlichtungen, bei den Gleisen diese Tiere noch vorkommen. Und jetzt ist das natürlich ein idealer Platz, um solche Lebensräume anzulegen, weil die dann auch gut erreichbar für die Tiere sind. Gebaut wurden die Echsenhabitate von Schülerinnen und Schülern der HBLA Ursprung. Tiefer Sand, Steine aus dem angrenzenden Feld und darüber altes Gehölz. Den Rest hat die Natur selbst erledigt. Ein Tag Bauzeit für einen neuen Lebensraum und Praxisunterricht für 50 Schülerinnen und Schüler anstelle von reiner Theorie. Wenn sie da tatkräftig mitarbeiten, wenn sie die Maßnahmen selber setzen, dann ist das auch ganz was anderes, im Unterricht zu vermitteln. Und sie haben vorher schon mal die Theorie gehört und haben das dann direkt in der Praxis umgesetzt. Sie waren wirklich begeistert, wie man mit kleinen Sachen eigentlich so was Tolles schaffen kann. Der Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt für die nachfolgenden Generationen ist wichtig. Er trägt auch wesentlich zum Klima- und Umweltschutz bei. Das ist ganz im Sinne der Salzburger AG, die sich seit der ersten Stunde zu den Klima- und Energiezielen des Landes bekennt. Mit einer Infotafel neben der Haltestelle Wildshut können sich die Fahrgäste der Lokalbahn nun sinnvoll die Wartezeit verkürzen. Hier mit der Schautafel ermöglichen wir unseren Fahrgästen, sich kurz zu informieren, einen Überblick zu bekommen über das tierische Leben entlang unserer Lokalbahnstrecke. So kann einerseits die Wartezeit sinnvoll genutzt werden und wir schaffen aber dadurch das Bewusstsein bei unserer Bevölkerung, bei Groß und Klein, für die bedrohte Tierart. Zu sehen haben wir die Zauneidechse nicht bekommen. Temperaturen knapp um die 30 Grad sind auch für die kleinen Sonnenanbeter zu viel. Diese bevorzugen dann schon lieber den kühleren Sand weiter unten im Echsenhabitat.